Das weltweite Straßennetz. Unendliche Weiten. Das sind die Abenteuer des Captain Mike, der mit seinem 550 PS starkem LKW unterwegs ist, um Terminfrachten dorthin zu bringen, wo nie ein LKW-Fahrer zuvor gewesen ist. Auf ihn ist Verlass. Das war eine... Oh, ich glaube, das heißt dann nur, dass ein meiner Videos wieder online ist. Weil es ist heute Samstag. Jetzt müsste gerade der Planer, der letzte Teil vom Livestream von letzten Jahr gekommen sein. Das war das Letzte, was ich planertechnisch gemacht habe. Ja, bitte lass mich hier pennen. Bitte lass mich hier pennen. Bitte lass mich hier pennen. Tanken müssen wir noch nicht. Ach, guck mal, Björk ist wieder da. Hä? Moment. Ist das kein Bett? Nee? Echt nur eine Tanke? Blöd. Moment, da ist doch ein Bett abgebildet. Jetzt fahre ich mal eben so. Hier ist ein verfluchtes Bett, Mensch. Na, ich wollte was sagen. Ich glaube, wir kommen zum ersten Mal zu spät. Uhr, komm an. Da haben wir zum ersten Mal die Musik. Verdammte Hacke. Wann soll die da sein? Haha, in der Stunde. Also merken, wir werden zum ersten Mal fehlen, dass wir uns erstmal an... Ich muss mal ein bisschen die Geschwindigkeit übertreten. Das schaffen wir nie, das schaffen wir nie, hör mal. Wir kommen zum ersten Mal zu spät. Mal gucken, was dann passiert. Auch wenn ich es ungern mache, ich werde zum ersten Mal richtig die Geschwindigkeit übertreten müssen. Hahaha!
Die Fracht können wir in die Tonne kloppen, aber egal. Muss auch mal sein. Ja, hier laufen sie ja richtig auch. Möchte ich mehr sehen in den Städten. Naja, da wird sich der Auftraggeber aber freuen. Aber 11% Schaden an der Lieferung. Zu spät, zu spät. Ich bin hier gerade so wie das weiße Kaninchen von Alice im Wunderland, das da unten auf die Uhr guckt. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Ich würde sagen, wir stellen Auflieger einfach hier ab und verpissen uns. Aber ich möchte aber auch mal sehen, was passiert, wenn wir ankommen. Wir kriegen wahrscheinlich viel Punktabzug. Komm, weißt du was? Das machen wir. Ich möchte einmal sehen, was passiert, wenn so eine Lieferung in die Hose geht. Gehört dazu, gehört dazu. Guck mal, da fahren Züge. Ich würde jetzt am liebsten zum Tränensimulator umschwenken. Wie viel Schaden haben wir jetzt? 12. Ah, weißt du, wenn ich einmal gegen so ein Ding... Warum habe ich nur so wenig Schaden? Weißt du, ich ramm einmal so ein Ding? So ein Geländer schon, habe ich 12% Schaden, aber wenn ich sowas... Wenn ich dagegen... Okay. Gegen Humpel 1% mehr. Na gut, was kann ich dafür? Ist eine durchsichtbare... durchsichtbare Mauer. Eine unsichtbare Mauer... Ich wollte durchsichtig sagen und habe dann unsichtbar noch im Kopf gehabt. Ja, okay. Ich werde mal gleich wieder richtig fahren. Also ich will auch mal sehen, was passiert, wenn wir wirklich die Ladung etwas schwer beschädigt abgeben. Ist nur einmal. Ja, und das mit den Lenkzeiten, das müssen wir mal in den Griff kriegen. Also ich würde jetzt ehrlich wieder gesagt gleich wieder kleinere Sachen machen. Das war jetzt einfach nur, weil ich mal gucken wollte, was passiert. Das ist einfach nur... Einfach nur eine kleine Trockenübung hier erstmal. Das machen wir... Also später machen wir richtige schöne Langfahrten. Boah, ich bin schon still im Aufnehmen. Ich wollte gar nicht so lange machen. Ich wollte eigentlich nur eine kleine Fahrt machen, so von 10, 20 Minuten. Weil ich ja auch im richtigen Leben jetzt irgendwo hin muss. Hahaha. Ich bin gerade ein bisschen still, weil ich auch ein bisschen angespannt bin. Gerade echt jetzt. Schöne Gegend hier, aber ich hab's eilig. Bin mal gespannt, was wir für Abzüge kriegen. Ich hab gedacht, die Schranken sind unten. Okay. So, jetzt hätten wir da sein müssen. Spätestens. Boah, wäre ich mal durchgebrettert, die 5 Stunden noch. Aber ich lerne auch dazu, also, dass ich mir jetzt demnächst unten im Route Advisor mehr, wirklich die Strecken mehr planen werde demnächst, wenn wir längere Sachen wieder fahren sollten. Ich überlege mir gerade, wenn wir gleich durch Polen dackeln, fahren, nehmen wir eine Fracht zurück oder fahren wir leer? Mal gucken.
2 Stunden haben wir noch. Nein, 2 Stunden sind wir da, so rum. Ich würde jetzt liebend gerne weiter hier die Umgebung angucken, aber es geht nicht, weil ich gerade unter ziemlichem Zeitdruck bin. Das ist fast wie Need for Speed, hör mal. Nur mit dem Unterschied, dass du jetzt die Zeit im Nacken hast. Ich würde jetzt am liebsten noch NOS zuschalten, aber NOS haben wir ja gar nicht. Was steht da? Radarkontrolle. Juhu, wie will der fahren? 90, ne? Da ist der Radar. Warte mal. Blitzomat. Mit 70 durfte du fahren. Ich habe zum Glück rund. Ich habe das nicht gemerkt, dass wir mit 70 fahren durften. Ah, oh Mann. Ich weiß, ich fahre gerade wie ein Besenkter, aber es muss sein. Nee, kriegen wir nicht. Also wir kriegen auf jeden Fall massig Punktabzug, weil wir zu spät sind. Wir kriegen massig Punktabzug, weil wir die Fracht beschädigt haben. Wow. Und ich bin gerade deswegen etwas sprachlos. Okay, merken. 13 Stunden, das ist ungefähr eine Stunde Fahrt. In Echtzeit. Wie gesagt, das werden wir nächstes Mal etwas besser planen. Ich sage, hätten wir die Pausenzeit nicht einhalten müssen, wenn wir angekommen sind. Das Blöde ist ja, du kannst leider nicht sagen, ich lege mich jetzt nur ein oder zwei Stunden hin, wie damals bei Hard Truck 18 Wheels of Steel. Es geht leider nicht. Du machst wirklich in 8 Stunden Nickerchen. Das finde ich ein bisschen schade. Ich meine, du musst Pausen machen als LKW-Fahrer, ist klar. Wo ich mal mitgefahren bin mit meinem Vater und wir haben lange Touren gemacht, dann mussten wir auch mal normale Pausen hinlegen, mal so 15 Minuten. Und dann alle 8 Stunden muss er eine richtig lange Pause machen. Und dazwischen, ja, einfach so die normalen Pausen halt, ne? Mittagspause oder sowas. Aber schon so lange her, ich erinnere mich schon gar nicht mehr dran, wie wir es gemacht hatten. Boah, Alter. Kann man sich jetzt... Ne, hinlegen will ich mich jetzt gar nicht. Nee. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das noch so weit weg ist. Wir müssen auf jeden Fall tanken, mal zurückfahren. Wir müssen auf jeden Fall tanken, wir müssen es reparieren. Das geht auch wieder ins Geld. Wow, hier ist zweispurig. Das ist eine Autobahn. Wetten, hier kannst du wieder pennen? Aber was machen wir alles, wenn wir wieder gen Heimat fahren? .1326, hey, wir schaffen es wieder Zeit einzuholen. Wir waren für 14 Uhr angekündigt gewesen. Aber wir sind immer noch zu spät. Verdammte Hacke. Was? Wieso 50? Willst du mich appeln? Ich sehe den Kreisverkehr. Okay, dann kreisen wir mal. Ja, nie ist klar noch am LKW vorbei. Im richtigen Leben haben die Angst vor so einem LKW. Habe ich auch schon ein paar Exemplare gesehen. LKW, der steht. Was machen die? Selbst da machen die noch 10 Kilometer Umweg um den LKW.
Und hier schießen sie einfach, hier schraben sie dich vorbei. Hier kratzen sie den Lack ab. Oh Mann, 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 oh Mann. Also, ich park gleich nicht ein. Also, ich fahr hin und sag so, keine Zeit und tschüss. Dann können die einparken. So, jetzt können die 11 Minuten noch. Ich bin zu spät, zu spät, zu spät. Ich bin gerade das weiße Kaninchen von Alice im Wunderland. Zu spät, zu spät, zu spät. So, der verrückte Hutmacher sitzt nicht neben mir, okay. Oh Mann, ey. Bin mal gespannt, was das an Punktabzug gibt. Okay. Wie jetzt Ampel? Willst du mich verarschen? In meiner Welt gibt es keine Ampeln. So. Ich muss jetzt schnell fahren, weil ich unter Zeitdruck bin. Hey, die grüne Welle ist mit mir. Wenn wir gleich hier sind, dann werden wir den Wagen gleich mal reparieren, pennen gehen und so weiter. Die Stadt erkunden. Boah, Alter, das ist... Ich will doch Junge sagen, nicht Alter. Zu viel Schaum, zu wenig Bier. Was für ein alter Trick. Das Dumme ist, man merkt es nur erst auf den zweiten Blick. Darum sollte man nicht nur dem ersten Anschein trauen. Im Glas ist oft zu wenig Bier und zu viel Schaum. Viel zu viel Schaum. Nein! Das wäre eigentlich easy doing, aber was war Scheiß drauf. Ab dafür. Verspätet, ich weiß. Cool. Wir hätten gekriegt, warte mal, Abzug für Schäden 12.000. Für Verspätung, also wenn du also du kriegst da Punktabzug. Okay, fortfahren. Also wir haben 19.000 haben wir gekriegt, somit aussieht. Ha ja, das so sieht's aus, wenn man zu spät kommt. Okay. Ja, würde ich sagen. Wir fahren mal kurz weiter. Wir fahren nicht für lang hier auf der falschen Seite. Guck mal, ein Scania-Händler. Ich hoffe, der hat auf. Dann fahren wir da mal kurz rein. Guck mal, da hat der alles für LKWs. Zack, zack. Ach, das sind die, die wir schon kennen. Okay. Dann fahren wir gleich erstmal...
pennen und unseren Wagen reparieren lassen. Beziehungsweise erst den Wagen reparieren lassen, dann Pensore machen wir halt. Und dann ist gleich wieder Schluss mit lustig. Ja, Arbeitsagentur, die wollte ich auch noch eben mitnehmen. Ich weiß, ich fahre gerade ein bisschen rücksichtslos, aber an der Bushaltestelle fährt bestimmt ein Bus lang. Ah, ist so ungewohnt, ohne Auflieger zu fahren. Außerdem bin ich gerade im Need for Speed-Modus. Ich muss ja wieder runterkommen, weil wegen, wir sind ja schon da. So, wo ist das Telefon, wollte ich gerade sagen? Die Werkstatt. Wir fahren jetzt zur Werkstatt. Beenden die Aufnahme. Eine Stunde sind wir jetzt wieder dran. Ich wollte eigentlich nur 20 Minuten, ich wollte nicht lange. Ich wollte nur 20 Minütchen. Wirklich. Wirklich, 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 wirklich. Nee, da müssen wir nicht hin. Wir müssen da hin. Also wenn du verspätest, kriegst du Punktabzug und 1000 Dings und Schaden. Ja, ließ sich jetzt nicht vermeiden, leider. Einmal Wartung. Was ist denn alles im Arsch bei uns? Das Fahrerhaus, klar, eingedüllt. Oh, 1000. Aufrüstung. Ich würde ja gern Hochdach haben, so Globetrotter-technisch, aber kostet 50.000. Erstattung 16? Ach nee, warte mal, Preis, Würde 50.000 kosten? Also ich würde ja gerne ein Hochdach haben. Aber wie gesagt, wir müssen weiter sparen erstmal. Wir sparen erstmal weiter. Vielleicht für einen zweiten LKW und dann fangen wir an, erstmal das ganze Ding hier aufzurüsten. Ja, okay. Na gut, dann bleiben wir jetzt hier stehen, steigen aus, dann sage ich danke fürs Zugucken, danke fürs Mitfahren. Das war euer Mike und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis dann.